Willkommen, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2 Projekt Indien. Wir haben die letzten 5 Jahre vor uns. Ja, und wir überlegen, was wir nicht alles tun könnten, damit wir diese letzten indischen Provinzen nicht vielleicht doch noch in unser Reich eingliedern können. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll, aber wir werden jetzt, wir haben jetzt bald wieder die Möglichkeit, einen Kriegsgrund gegen Großbritannien zu eröffnen. Bald. Wir haben nur noch bis zum 23. April. Wir haben nur noch bis zum 23. April quasi frei. Und wir haben hier Faschisten im Kutsch. Die werden wir auf jeden Fall so lassen, wie sie sind. Das heißt, Kutsch werden wir auf keinen Fall den Krieg irgendwie, wenn wir auf keinen Fall irgendwie im Krieg mitmachen, außer sie schaffen es, diese Faschisten loszuwerden in irgendeiner Form. Aber die anderen, schauen wir mal. Vielleicht schaffen wir es in dem Krieg zumindest Orissa zu erobern. Das sind immer noch 2 Provinzen, die wir da erobern können. 22 und 65.000. Vielleicht sollten wir sogar eher eines von. Vielleicht sollten wir eher Bikaner erobern, das ist größer. Gehört zu Rajputana. Bikaner und Jodhpur wären super, wenn wir kriegen würden. Die sind eigentlich relativ groß. Und Basta und Orissa sind doch eher modig. Und Kutsch, wie schon gesagt, das könnte man vielleicht tatsächlich so auch noch kriegen. Jo, das wäre gut, wenn wir die noch kriegen würden. Aber wie schon gesagt, schauen wir mal. Schauen wir mal. War auch ein bisschen ärgerlich durch diese dadurch, dass wir dadurch, dass wir in Konkurs gegangen, also dass wir einmal bankrott anmelden mussten, haben wir extrem viel Prestige verloren und auch ein wenig Industriestärke, weil nämlich offensichtlich Fabriken verkauft wurden, die wir vorher gehabt haben. Dadurch haben wir jetzt echt viele Arbeitslose. Wir müssen einige... Was? Nein! Dürfen nichts überhasten. Wir müssen die Reform durchprügeln. Hey, das ist keine schlechte Idee, noch eine bessere Reform. Gut. Dann haben wir gesagt, am 23. April. Gut, bleiben wir gleich da. Okay, vielleicht schaffen wir es mit Bhutan noch. Vielleicht auch nicht. So, wie schon gesagt, Großbritannien. Am 23. April werden wir gleich mal den Krieg rechtfertigen. Und zwar, ich würde ganz gern nicht aus Einflusssphäre entfernen, sondern Marionettenstaat entlassen hätte ich gerne. Aber das Problem ist, schaffe ich das mit denen? Versuchen wir es mal, das kostet nicht allzu viel Infamie.
Außerdem kann es uns relativ egal sein, selbst wenn wir über den 25 Infamie-Punkten sind. Es gibt keine Götter. Was wollen wir überhaupt? So. Atheismus wollen wir auf jeden Fall nicht. Das sind die Verrückten. Säkularismus, das wären die Sozialisten. Ich glaube, die Sozialisten sind gar nicht mal so schlecht. So, schauen wir mal. Ja, ein General ist gestorben. Das ist eine Beziehung verbessert zu den USA. General geht einmal zur Seite. Großbritannien ist uns egal. Frankreich. Italien. Japan. Japan hasse ich eigentlich ein wenig. Russland, mit denen werde ich dann sowieso Krieg. Ach so, ach verdammt. Jetzt fällt mir ein, ich will gar nicht Krieg direkt mit Dings, mit denen führen. Weil. Oh, das ist gut. Weil die sind ja verbündet mit Deutschland. Kann das sein? Nein, sind sie nicht. Ausgezeichnet. Mit Russland. War gut, gegen Russland sollten wir jetzt kein Problem mehr haben. Könnt ihr bitte diese Rebellen gewinnen lassen? Okay. So, ich glaube, wir sind jetzt fertig mit der Kultur auch. Genau, von Massenkultur und Avantgarde. Das bringt noch ein paar Prestigepunkte. So, wir haben nur noch Handel und Marine. Alles andere haben wir durch. Ich will gerade. Diplomatischer Einfluss plus 20% ist eigentlich nicht schlecht. Machen wir mal da fertig. Das hilft uns nämlich bei der Beeinflussung von irgendwelchen fremden Ländern. Ist das da? Anti-Militär sind. Sind dort ein bisschen länger. Und wieder die Sozialisten an der Macht. Auf jeden Fall müssen wir bevor wir da in den Krieg ziehen ein wenig Kriegskasse aufbauen, damit wir wieder nicht wieder zu stark ins Minus fallen, so wie letztens. Yay! Faschisten vor, noch ein Tor. Das ist interessant natürlich, weil die führen da noch immer Krieg mit Tibet, obwohl noch kein einziger Schuss gefallen ist da. Weil, ich habe das nachgeschaut letztens, Großbritannien hat keine... Hey, wir haben noch plus 1,1 Prestige gewonnen durch den Surrealismus. Ausgezeichnet. Großbritannien hat keine Flotte. Finde ich ziemlich genial. Also wenn man sich das Militär anschaut, sieht man, sie haben keine Flotte. Also nicht so wie wir, wir haben eine Flotte. Wir haben wenig Flotte, aber wir haben eine. Mhm. Irgendwann einmal sollten wir auf den Militärkriegsgrund da sein und dann können wir Krieg führen. Wie schon gesagt, in Kutsch werden wir da nichts machen. Der Krieg wird auch helfen, weil die haben da letztens auch Rebellen gehabt. Ich
hoffe einfach, dass durch den Krieg wir diese Regionen dann doch zum Rebellieren bringen. Hey, avantgardistische Literatur, auch nochmal plus 1,1 Prestige gewinnen. Ausgezeichnet. Wie sieht das aus? Dann ist mein Kriegsgrund fertig. Na, immerhin schon 73%. So, vielleicht machen wir folgendes. Ihr steckt es gleich einmal ins Schiff. Fast daher. Du fast daher, nachdem wir keine Flotte haben, habe ich jetzt nicht allzu viel Angst vor ihnen. Da habe ich nie was britisches Achtung. Es kann sein, dass Portugal mit Großbritannien verbündet ist. Nö, schaut nicht so aus. Nur Belgien. Genau, und in Richtung Russland sollten wir auf jeden Fall mehr Truppen schicken. Also hier. Okay. Obwohl ich glaube, auch Russland sollte nicht allzu großes Problem darstellen. Du? Was haben wir da? Plus 3 Bewusstsein für mehr Sozialisten. Ja, das passt schon. Du gehst daher. Ich glaube, für die beiden brauchen wir nur die zwei Armeen da. Bhutan sind wir wieder rausgehaut worden, ist eh klar. Staatliche Einmischung auch. Halt, nicht raus. Wir beginnen die Forschung. Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass wir bis zum Ende des Spiels mit der gesamten Forschung fertig werden. Yes. Was
nehmen wir Jodhpur, Orissa. Orissa ist die große, aber. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. So, warte mal. Was wollen wir? Bikaner. Warte, na, Bikaner ist gut. Das ist der, der mit den meisten Leuten. So, was wir mit meinen? Deutschland würde mitmachen, USA würde mitmachen, Italien würde mitmachen und Japan. Da wollen wir mal fortfahren. Und wir bitten dann Deutschland. Und die USA. Und für nicht Italien. Italien hat im letzten Krieg nicht sonderlich viel geholfen. Yes, wir sind beide dabei. Schauen wir mal. Und wir sind Anführer im Krieg. Und das Entlassen kostet nur sehr wenig. Da. Ach nein, das sollte man zuerst noch trennen. Der nicht vollkommen blau gaga ist. So, und dann machen wir das auch. Irgendjemanden, der nicht vollkommen unfähig ist. Puh, weniger Moral, aber das ist eigentlich egal. Sollte eigentlich reichen. Und gegen Russland. Also können wir nicht da reinfahren. Ha! Russland hat noch nicht gesagt, dass sie mitmachen werden. Warte mal. So. Gesagt, wie kann er erobern wir so? Jodhpur, wenn man direkt so erobern, dann geht's. Ach, schau an. Und Tibet hat sich schon freigekauft von dem Krieg. Ah, und Russland, das hat nicht mitgemacht. Das ist ja cool. Das finde ich nett. Das macht das Ganze noch leichter. Achso, warte mal. Ich darf ihn nicht vergessen. Na gut, so sein.
noch nicht alles haben. So ist, wenn wir auf jeden Fall erobern versuchen. Okay. So, warte mal, Jodhpur, Kriegsziel hinzufügen. Das heißt, wir werden Jodhpur, Bikaner und Jodhpur einfach erobern. Ausgezeichnet, und können wir dann noch einen Kriegsgrund hinzufügen gegen Großbritannien. Na, doch zumindest derweil nicht. Weil Orissa wäre auch schön, wenn wir noch erobern könnten. Das heißt, der geht in der Zwischenzeit nach Bombay. Eine Flotte hat Schlacht von Panipat gewonnen. Ah, wir können noch einmal diese Sachen erhöhen, machen wir eine Arbeitslosenhilfe, das kostet nicht sein Vermögen. Okay, passt. Okay, warte mal. Wer belagert da? Achso, das ist einfach noch nicht fertig, der Kampf. Schon irgendjemand her, dann gehen wir da mal rüber. Eigentlich tue ich dem Briten ja sogar noch einen Gefallen, wenn ich seine Rebellen besiege. Schauen wir mal, wie das in Europa ist. Haben die Deutschen keine Flotte, damit sie rüberkommen können? Ist ja schon irgendwie nett, wenn die ihre Typen rüber schippernakeln würden. Okay. Jetzt kommt es zu einer Dings. Jetzt haben sie einen internationalen Konflikt. Naja, wobei in Thessalien bei Griechenland, das interessiert mich eigentlich nicht wirklich.
viel gegen Jodburg-Krieg eigentlich, frage ich mich gerade. Ja. So, was ist das für ein Konflikt? Griechenland würde gern Thessalien erobern. Okay. Oh, Frankreich macht das. Das könnte zu einem weiteren Krieg zwischen Frankreich und Italien führen. So. Ein Belagerungsdings nach dem anderen. Das Problem ist doch, dass das Russland nicht dabei ist im Krieg. Was? Was? Minus 11? Oh Gott. Wo verlieren die die Schlachten? Hier wahrscheinlich. Tatsache. Oh Gott. Hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Amerikaner nicht in den Krieg hineingezogen. Wenn ich gewusst hätte, dass die gegen Kanada den Krieg verlieren. Ah, ich habe gehofft, dass es ein Positivum da an der Grenze. Okay, aber insgesamt, glaube ich, müssten sie schon gewinnen. Schaut schon so aus, als würden sie da im Endeffekt gewinnen. Oder? Ja. War schwer zum sagen. Ist okay. Außerdem, wir können ja mehr von unseren Truppen von A nach B transportieren. Vielleicht könnten wir sogar das britische Heimatland angreifen. Wäre schön, wenn Deutschland das machen würde. Dürfen wir da durchgehen? Okay. Ja, was habe ich jetzt gemacht?
So, und Südafrika. Auch noch weiter. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir die da in Richtung Großbritannien bringen. Ob wir dann angegriffen werden. So, was sind ein paar Südafrikaner? Das ist eine starke Truppe eigentlich. Was heißt denn das? Also da mussten wir vorher noch. Oh Gott, du gehst einmal nach Chittagong. Oh, was ist denn das für eine? Die werde ich gar nicht einmal behindern daran. So, wir sind noch bei minus 18. Das ist schön. Wenn ich gewusst hätte, was für einen Schwachsinn die Amerikaner machen, hätte ich sie nicht gebeten, mitzumachen in dem Krieg. Das ist ja wohl ein Witz. Wie kann das sein? Die haben doch mehr Truppen als die Kanadier. Aber sie haben dümmere kriegsführende Typen. Ja, geh mal da her. Nein, da. Geh mal nach Kalkutta. Was ist das da? Nein. Nachdem ich das sowieso schon verlange im Krieg, brauchen die dann nicht irgendwas machen. Das heißt, wir müssen aufs britische Mainland, vor allem die deutschen starten keine Invasion auf Großbritannien, die haben glaube ich auch keine Schiffe. Was machen die eigentlich die ganze Zeit? Ach, da sind die Deutschen, echt jetzt? Jetzt können wir da nicht drauf. 12 Einheiten. Das sind 12, oder? 5, 8, 12. Wieso kommt der da nicht drauf? Ach, weil er nicht in Bombay steht. Meine Güte, ich bin so dumm. Okay. Naja, das sollte nicht so dramatisch werden. So, jetzt schauen wir mal.
was passiert, wenn wir da rüberfahren. Da sollten wir allerdings dabei bleiben, nicht dass diese Schiffe irgendwelchen anderen Schiffen begegnen. Das wäre nicht so gesund. Also wir sollten in der Nähe von dieser Flotte bleiben. Komm schon, Flotte, gib Gas. Ist okay. Ist auch okay. Sehr weit bist du noch nicht gekommen, Schippernakel. So, ich glaube aber, ich werde an dieser Stelle kurz aufhören. Und wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Wir sehen uns übermorgen bei dieser Folge wieder. Bis dann.